3, 2, 1. Take off! Oh, sieht das schön aus. Fliegt, meine Kinder. Was? Da hast du was falsch verstanden. Oh. Und sie flogen dem Sonnenuntergang oder Aufgang, was immer das ist, entgegen. Ich mach mal hier kurz eine Pause, hier auf dem Baum. Ja. Ach, da ist er. Hallo. Da kommt der Nächste. Lande nicht einfach in mir. Das ist doof. Bitte was? Wieso? Aber der Baum ist doch so schön rosa. Man kann sich ja in sich stellen, so gegenseitig hier. Das sieht auch sehr toll aus dann, bestimmt. Bitte was? Wenn man hier sich genau aufeinander stellt. Ja, ich verschwinde. Oh. Ich stehe so in Grog drin, dass mein Gesicht in seinem ist. Da guckt noch ein Skelettauge links raus. Boah, passt schon. Geil, Mutanten-Let's Play. Und jetzt das Schwert ziehen. Nee, jetzt müsst ihr nur noch es schaffen, dass wir gleichzeitig laufen und genauso bleiben. Funk. Dann fliehen alle vor uns. Dann müssen wir gar nicht mehr kämpfen. Wieso hat das Skelett eigentlich Zahnfleisch? Damit es zum Zahnarzt kann. Nee, keine Ahnung. Nee, ich glaube, das sind gute das ist eine Prothese. Zähne und schlechte Zähne. Ja, hat, genau. hat das Zahnfleisch? Hat er da? Wir haben es schon weit geschafft in dieser Folge. Ja, immerhin auf einen rosa Baum. Nordwesten hat mir gesagt, weil und da ist ein neues Biom irgendwie unterwegs, ne? Und ein neues Städtchen. Was wir auf jeden Fall machen sollten, falls mal irgendwann Nacht sein sollte, irgendwann sollten wir nachts gerne mal fliegen. Im Wald ist schön. Das sieht man nachts so unfassbar viel. Vorstellen sogar, ja? Das kann ich mir gut vorstellen. Da ist ein Beiter. Bei Hexen und sie sind nett und freundlich. Das ist aber ein Beiter und der ist nicht nett und freundlich. Ja, aber der ist gleich kaputt. Und ein Raccoon. Das ist anstrengender. War das wieder ein Gastarbeiter? Was, der Raccoon? Nein, der davor. Der Beiter. Der Beiter? Achso. Ein Gastarbeiter. Und hier haben wir noch Gnolle. Ganz viele. Die Gnolle, also es gibt Typen, die sehen halt unscheinbar aus, aber die sind gar nicht mal so einfach. Ja, das stimmt. Das sind meist Zauberer. Das höre ich öfter. Was? Der Grog ist schon wieder weitergelaufen. Hey, warte auf uns hier. Aber Entschuldige, hallo. Ich habe gerade so fetzige Gitarrenmusik. Ich muss einfach laufen. Einsam reitet El-Katibo durch die Nacht. Er hat vor 3 Tagen ein Kind umgebracht. Jetzt ist El-Katibo auf der Flucht vor dem Vater des Kindes, der ihn sucht. Kennt ihr das nicht? Doch. Nee. Das sind sehr gut, die Ärzte. Sehr gut. Ja, hervorragend. Und hier ist gerade eine Schlägerei im Tümpel. Gnolle! Ach, das ist ein Fluss hier. Wir sind am Meer angelangt. Das ist aber schön. Och. Ich jetzt bräuchte ich das Bootskill. Hallo? Ja, ja, ja. Das ist schön. Das hat was. Kommst du dem Lagerfeuer, Gronk? Warte mal. Ich auch. Lande mal bitte im Feuer. Im Wasser drin. Alter. Also. Ich hab's versucht, aber ging nicht. Man kann da leider nicht rein, schade. Ah, da hinten bist du. Das Leuchten in der Entfernung verrät dich. So, Alter, jetzt halt die Fresse. Hier gibt's halt Krabben und solches Zeug am Meer. Wobei, das ist das schon das Meer hier? Meiner. Danke, oh, Level Up! Oh, schon wieder Level Up? Alter, was denn hier los? Achso, habe ich eigentlich nicht auch noch Level Up? Level Up? Ja, ich habe auch noch ein Level Up. Ach, Alter, das sind die Spitter, cool. Oh, aua. Oh, ich bin tot. Oh nein, ich habe mir ein Spitter. Alter. Oh, tot. Ich habe mir ein Spitter eingetreten. Ihr seid immer noch da unten, ne? Ihr seid so albern. Ja, ich bin hinter dir. Ihr seid Dr. Albern. Achso. No hash, no heroin. Cookie will blow your head up. Excess Wurmash, your life. No, ach, da rum ist wieder weitergelaufen. Achso, ist dein Assistentierchen. Nee, ich bin gespawnt, weil Alter, ich was ist das denn für ein Megafisch? Der sieht aber super aus, oder? Ja, das ist ein Fische. Ein Mafffisch, den können wir. Den kriegen wir nicht platt, oder? Doch, klar. Kann man sich orange. Da ins Maul stellen? Aber guck mal, der hat sogar so ein kleines. Der hält nichts aus. Ach, krass. Oh, der war so schön, der Mafffisch. Das Tolle ist, es gibt ja auch die Monster, die dann einfach mal stärker und bossmäßig cool, unterwegs sind. Mal First die werden Person dann gehen. Halt noch größer. Ihr müsst bei First Person gehen und dann tauchen. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Ich frage mich, ob man hier krepieren kann unter Wasser. Wie im Aquarium. Ich glaube nicht. Wegen Luft meinst du? Ich glaube nicht, nee. Ja. Lass uns das da mal testen. Da hinten ist eine Höhle.
Ja, in der Unterwasserhöhle, da waren wir noch nie drin. Das Lustige ist, man kann am schnellsten übers Wasser kommen, indem man fliegt. So. Übers Wasser? Ich wollte es nur angemerkt haben. Ja, hier drin ist schlecht. Ich kann euch direkt in Anus gucken. Das ist schön. Das ist die Höhle, Rumpel. Das ist, Moment, kann man das Teil hier wegsprengen? Es ist auch ziemlich dunkel, muss ich sagen. Ich musste mal die Lampe anmachen. Ich habe meine Bombe dahin geschmissen. Da, wo die Sonne nicht scheint. Hat auch sehr gut funktioniert. Das war schön. Unter Wasser eine Bombe zünden. Alles klar. Huch! Ah, was? Knolle! Wo bist du denn? Tot! Unterwasserkämpfen ist übrigens mega scheiße. Wollte ich nur mal anmerken. Ah, wie? Wo? Ha? Ach, da. Was? Bist du tot? Was? Ich bin sowas von tot gewesen. Schämlich. Alter, jetzt bin ich auch tot. Geil. Du bist auch tot. Ich bin auch einfach mal tot. Die Knolle waren hart. Ah, ja. Gronk. Jetzt ja, sind wir wieder in der. Wir sind in der Mehrheit, lieber Rahmschüttel. Du bist falsch. Ich hau noch mal die Knolle eben kaputt. Alter, wo ist der Rami? Das ganz weit im Norden. Ja, die Knolle sind kaputt, ne? So. Ich bin da, wo ihr eben auch wart. Weil hier ist der Ozean. Weit und unergründlich. Aber wir könnten da rübersetzen hier. Wir könnten weiter nach Nordwesten gehen und da auf die Insel darüber fliegen. Fliegen ist auf jeden Fall gut. Ja, es könnten. Ach, wir kommen noch von da. Ja, genau, wir müssten ja da nach Nordwesten. Genau, das genau. Das könnten wir schaffen. Was, wo wollt ihr jetzt hin? Ja, nee, dahin, darüber. Wo du gesagt hast, auf die Insel. Ja. Ja, das könnte knapp werden, aber das schaffen wir. Was ist das da unten im Wasser? Ja, wir müssen vielleicht auf den Baum klettern. Guck mal, ein Blaufisch, Alter. Ein Blaufisch. Rums, 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 rums. Ich höre nur rums, ja rums, süß. Rums, rums. Oh, der ist ja süß. Weißt, guck mal. Moment, ich komme da mal eben runter. Ich komm hin. Guck mal. Ach, geil, oh. Der sieht ja echt lustig aus. Ist der nett? Sich freut. Ist der nett? Der ist total nett. Oh, Mist. Ich hab mich daneben. So. Oh, 9 hat er gegeben. Ja, na, ist doch schön. Geben ist seliger denn nehmen. Herr Rumpel, wann hast du denn dein nächstes Levelchen? Und da ist eine das Krabbe. Dauert noch ein bisschen. 100 Krabbe. Oder so. Oh, crap. Oh. Jetzt, was greifst du die an? Oder warst du das nicht? Lohnt sich doch gar nicht. Ja. Vor allem, die hält enorm viel aus. Plus 6 brachte das. Genau, ein Panzer. Da unten ist ein Hai, ne? Falls euch das nicht auffällt. Was? Cool. Der sieht ja auch geil aus. Ach, krass. Ah, das ist ein... Oh, der ist orange, aber halt ein Endboss. Die sind ein bisschen größer. Oh ja, das ist der Duralan. Aber unter Wasser, wie kämpft man denn unter Wasser? Duralan klingt auch wie irgendwie Medizin. Man läuft schnell weg, bis man Land erreicht hat. Ja. Ja, man kann einfach ans Land gehen und er folgt einen halt. Also, soweit er kann. Genau. Echt? Aber dann können wir doch am Ufer den ganz leicht wegmachen. Ich weiß nicht, also ob das so gut funktioniert. Komm, lass mal versuchen. Aus. Genau. Rumpi, du musst den pullen. Ich weiß nicht, ob aber du musst ich den gehe auch... ein bisschen zum Ufer erstmal. Ich weiß ja, nicht, ob genau. Dafür die Agro-Range bleibt. Passt. Ich wollte mir das mal die Agro-Range haben wir ja bei Sarazar gemerkt. Frag mal Sarazar, was der von Agro-Range hält. Ja. Ich wollte es einfach nur mal wieder eingeworfen haben. Also für die Leute, denen das schon fehlt. So, Achtung, seid ihr soweit? Ich bin hier, ja, seid ihr bei mir? Ich bin bei dir in der Nähe. Ich bin am Ufer. Okay, pass auf. Ich schieß mal da drauf. Unten ist noch ein anderer Fisch. Wollt ihr jetzt... ihr seid am der anderen... Der kommt. Ihr seid am anderen Ufer. Bam, bam, bam. Rami, komm schnell, Alter. Ja, ich kann nicht schneller. Der ist ein bisschen... Wo ist der hin? Der hängt da irgendwie. Und dein Pet greift den heldenhaft an, zermürbt ihn einfach. Der haut den ganzen Boden kaputt. Ach krass. Ich kann nicht schneller. Und da kommen Undead. Alter, wo kommen die Undead her? Was? Die hast du, glaube ich, von dem Ufer gerade rangezogen. Boah, unter Wasser ist man aber echt nicht so schnell. Nee. Ach, jetzt schreibst du mich an. Toll. Nein! Reviven schon wieder. Das darf doch nicht wahr sein. Nein! Ich sterbe. Ich bin auch tot. Ich habe irgendwie Orientierung verloren. Da sind die Undead. Ich mache die Undead jetzt. Mein Spiel hängt gerade. Was? Mein Spiel hängt gerade. Warum hängt dein Spiel? Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht aufgehängt. Was ist jetzt mit dem Erfolg, wie es aussieht? Muss ich den Hai ist jetzt direkt hier bei mir. Das ist super. Jetzt gerade wo spannend wird. Hier bei dir. Ich muss da mal eben, es geht gerade. Macht dem irgendwie gar keinen Schaden. Ey, das Spiel hat so gut funktioniert die ganze Zeit und jetzt auf einmal. Der macht ein neues Meer. Bist du jetzt ganz raus? Nee, du bist hier ja, noch drin. Ja, doch. Cube ist abgeschmeiert. Oh ja, jetzt bist du raus. Ja, ich hab das beendet. Ich komme gleich. Ja, beeil dich. Oh, wir brauchen ich muss mal eben weg. Ja, das kenne ich. Ich schieß mal einfach weiter drauf. Ja. Der bleibt ja da schön stehen. Oh, mein Pet ist weg. Der Arme. Oh, super, ich warte 69 einfach. Hits. Ich warte jetzt einfach, bis meine Dingens wieder aufladen. Dann kann ich zu dem hin. Es sei denn, der räumt ja vorher die Gegend nochmal auf gleich wieder. Ich glaube, ich jetzt eigentlich die ganze Zeit miss. Was soll denn das jetzt? Ich bin gleich da.
Barney, ich hab die ganze Zeit Mist. Ja, ich bin gleich da. Der ist gelevelt. Connect. Der hat sich geheilt. Boah, Alter. Alter, gerade so überlebt. Please wait, please wait, please wait. Hallo? Ah, je mehr ich da drauf haue, desto schneller wird meine Angriff-Range. Der sagt ihm, please wait, aber das, der macht doch wie nix. Solange der auf dich drauf geht, Alter, kann ich auch drauf schießen irgendwie. Haben wir den. Der hat doch zwischendurch wieder geheilt, oder? Kommt mir das nur so vor? Ja, der hat er auch, Okay, aber jetzt knicken, den kriegen wir nicht down. Ist doch, wenn der Rami da ist, dann erst ist das geht jetzt schon auf jeden wieder Fall kaputt, oder was? Rami, was los? Ja, eine Meldung. Das Spiel ist kaputt. Anscheinend. Was macht es? Naja, es will nicht so richtig laden und starten. Aber ich versuch's nochmal. Okay, wir hängen noch beim Hai rum. Ja, das ist schön. Das könnt ihr der schon wieder geheilt hat übrigens. Ach so. Ja. Immer wenn du weggehst, dann heilt er sich. Oh. Das mache ich ungern für euch. Und jetzt ist es erstmal wieder, habe ich nur Misses hier, da kann ich ihn nicht mehr angreifen. Please wait, please wait, please. Oh, ich bin drin. Ich nehme auch wieder auf. Super. Sehr gut, sehr gut. Well. Wo seid ihr? Da. Ja, unten. Immer noch beim Shark, wir warten auf dich. Ich glaube, nur mit dir kriegen wir den runter. Das ist schön zu hören. Alter, was der für einen witzigen Angriff hat irgendwie. Ich fliege Zeug, der dreht sich so leicht. Wobei, so, Haie. Wo kommt er? Da kommt er. Da kommt der Rand. Hallo. Nicht auf mich schießen. Wobei Haie tatsächlich ja leicht wälzend unterwegs sind, um ihre Feinde zu zermürben. Schnappen zu die? Und drehen sich. Die drehen sich die Haie doch niemals. Ja, na gut, die Haie nicht, aber. Bei so Sharknado tun die das. Na, also drehen nicht, aber zumindest zappeln die ordentlich weit? Hin und her. Jo! Also Attacke. Dann los. Oh, das war genau falsch. Das ist schön. Oh! Bist du tot? Das hat nicht lange gehalten. Bist du tot? Ja, der darf sich halt nicht drehen. Ja, wenn er sich dreht, ist es vorbei. Machst wenn du da Schaden? Reinspringst. Ich mach jetzt wieder Schaden. Erst wenn jemand drauf geht, dann mache ich da Schaden mit meinem Angriff. Ich muss weg. Schon so spät oder was? No, ich bin tot. Oh, ich habe dich gerade noch geheilt sogar extra. Ja, aber das bringt ja nichts. Nicht so wirklich. Jetzt hängt mein Cube-Volt übrigens auch gerade. Was? Du läufst hier doch gerade ran. Nee, ich mach gar nichts. Bei mir ist eingefroren, Bildschirm. Läufst du einfach weiter? Du läufst bei uns, bei mir läufst du in eine Richtung. Einfach nur weiter, schwimmst jetzt aufs Meer hinaus. Mit deinem Schnabeltier. Macht's gut. Scheiße. Während ich hier alleine den Hai runterzerge. Ich hab, was? Alles gemisst hier, oder was? Da sind wir wieder. Der Grog ist wieder da. Ja, hallo. Das war merkwürdig. Das war ganz merkwürdig. Irgendwie war alles kaputt. Wenn es mich jetzt auch noch trifft, dann ist das eine Regel irgendwie. Wir hatten in der kleinen Pause den epischsten Kampf aller Zeiten. Also es tut uns jetzt ein bisschen leid, aber ja, wir haben so gut, wir haben drei Boss-Gegner gleichzeitig weggemacht. Die sahen so episch aus. Einer hat den ganzen Himmel verdunkelt. Plötzlich kam dann Meteor angeschossen, hat alles hier zerbombt. Genau, Features, die wir noch nie gesehen haben. Und wir haben Features, die erst mit dem nächsten Update kommen. Wir haben da so. Was leuchtet da unten eigentlich? Und der Hai lebt ja noch. Ja, was ja, habt ja, ihr denn gemacht in der Zeit? Gar nicht mehr. Ich glaube, den Hai haben wir nicht weiter. Wir könnten ihn nochmal zu dritt probieren, aber ich glaube, das ist nicht gut, oder? Ich glaube auch. Ein Fernkämpfer wäre halt super, weil der kann dann vom Ufer aus runterklotzen. Ja, aber mache ich ja die ganze Zeit. Aber das Problem ist, ja, sobald ihr nicht angreift, dann blockt der meine Angriffe und ich mache gar keinen Schaden mehr. So ein richtiger Fernkämpfer halt, so mit Bogen. Ja, Mensch, ein Bogenkämpfer, der Ranger fehlt noch. Das wäre es jetzt noch. Wenn man so einen hätte, aber kriegst du ja nicht mehr. Alle ausverkauft, alle abgeworben. Ja. Da unten ist ein Lagerfeuer. Wir sind jetzt auf dem neuen Kontinent hier, glaube ich, ne? Der neue Kontinent! Oh, nicht ohne mich. Ich meine, ohne euch. Wir müssen aber in die Richtung hier, was oder? Was leuchtet denn da so unten? Das ist noch ein Lagerfeuer. Das ist ein Lagerfeuer. Komm, wir gehen in die Richtung. Yeah. Ja, ich würde ja auch sagen. Juhu! Können wir mal eine Formation fliegen? Ja, tun wir doch. So, abdrehen nach rechts. Oh, ihr müsst schon mitmachen. Abdrehen nach rechts, ach, in das andere rechts. So, ja, okay, jetzt ist jetzt egal. Wir sind doch jetzt hier die gefürchteten Falken. Da ist eine Höhle. Oh nein. Er hat sie entdeckt. Oh, und die Bats auch. Das böse Eisen sprang aus der Ecke hervor und griff mich das an. Das ist ja geil. Das ist eine Unterwasserhöhle. Das ist ja super. Oh, geht auch richtig tief rein. Scheiße. Ach, dann schwimme ich einfach mal nicht hin.
Aber das war voll spannend. Wie gesagt, aus dem Wasser kann man immer schön raus und dann den Gleiter aktivieren. Dann ist man deutlich schneller als zu Paddel. Oh, gut, Alter. Wissen. Was denn? Nix. Ach so, das. So, wir wollten zur City, ne? City? Wo ist denn die City? In schau mal auf City. Die Karte. Die City ist City. Das Blöde ist, die Karte ist auch dunkel. Wir müssen nach Nord... Irgendwas. Oh, da ist noch ein Schwert. Ganz, also eigentlich nach Norden. Ziemlich nordisch. Ja, wir müssen nach Norden. Ach, hier ist noch jemand. Hallo. Oh, das ist tot. Hä? Was immer ihr da macht. Nach Norden ist da schon wieder Ozean. Wir kämpfen. Ja, genau, da müssen wir jetzt wieder fliegen. Wir gehen mal ganz hoch und fliegen von dort. Ist hier irgendwo eine Insel, von der man aus überbrücken kann? Eine Insel mit zwei Bergen und einem großen... super hohen Berg. Ach so, nee. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Wollte ich ja! Hurra! Ach, ihr fliegt schon? Ja, ja natürlich. Ja, aber, wo, Norden. Aber wohin? Aber wohin? Immer nach Norden. Norden. Hm. Ah, das ist sehr, sehr, spart euch eure Kräfte. Natürlich. Du sagst das so selbstverständlich und dann klatscht die gleich ins Wasser rein. Ich sehe das. Ja, jetzt. Das mache ich ja eh. Wie lange man da braucht, um da unten aufzukommen dann am Ende. Wo, was ist das Licht? So, das würde ich gerne... Nicht zum Licht! Es ist ein Monsterfisch! Geil, so ein Tiefseefisch? Ja! Echt? Oh, ich will ja. Ich will dahin. Sehen. Ich gehe aufs Land und dann gehe ich nochmal zurück. Aber wie aber super... Der bleibt da. Der kommt nicht los nichts. Irgendwie. Wie super ist denn ein das? Ein Ländernfisch. Ach so, das ist aber kein Boss. Der sah aus wie ein Boss gerade. Ja, das ist doch super. Der sieht aber echt cool aus. Das ist super. Ich muss sowieso sagen, ich finde es schön, ja! Wie viele verschiedene Sachen hier überhaupt schon eingebaut wurden an Tieren. Kaputt. Geil. 10 XP. Nicht schlecht. Geil. Ich dachte, das wäre ein Boss-Mob. Entschuldigung, dass ich gerade geschrien habe wie ein Schulmädchen. Ja, nö, das kennen wir ja schon. Das kennen wir ja hier von hier. Hier sind noch Katakomben auf Karian hier, auf Garia. Kaviar, Katakomben, Kaviar. Das habt ihr jetzt falsch verstanden. Das war der Film, den du gestern gesehen hast, glaube ich. Das ist ein Missverständnis. Es ist anders, als und dann es klingt. Dazu noch ein Iron Nugget. Schon mal. Was ihr wieder ach, denkt. Schön. Da will man mal ey, was Milka vorlesen. Will aufmucken. Wollen wir mal zu den Katakomben hin? Ich meine, also ja, zu, sehr gerne. Zu, Katakomben zu, haben wir noch nie gemacht. Zu den von hier. Garia. Ah, hier ist ein Spitter. Ja, mein Gott. Oh Mist, aua. Hau doch ja, raus. Die sind so fies, die Spitter. Die ja. Machen super viel Schaden. Der ist kaputt. Aber das geht immerhin, schnell. Immerhin 12 Erfahrung ist super. Katakomben. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt bei den Teilen. Da glaube ich... Oh, aua. Alter, was? Oh, ich bin auch... Ich hab noch nicht mal... Tot. Und der Respawn am Meeresgrund. Geil. Wie super war denn das? Was hallo war das gerade? Hallo! Wir hatten die Chance. Die Katakomben sind rot hin. Übrigens, wollte ich nochmal sagen. Ne? Ja. Was macht denn nichts? Wir haben es gemerkt. Es war wert. War schön. Lass uns einfach die Iron Gloves anziehen und mit den Iron Nuggets in die Kaviar-Katakomben reingehen. Wenn man noch schnell noch einen Char, der ist Frauenarzt. Ich habe tatsächlich etwas anderes gesagt, aber es ist schön, dass ihr euch freut. Ja. Das mache ich doch gerne. So, aber jetzt wir gehen jetzt da nicht nochmal rein, oder? Du wirst da jetzt Alter, rein. Greift er sofort an! Ja, natürlich. Was dachte ich dir? Ich bin in der Dunkelheit. Hier hat man ja. Wow. Ich glaub, die kommen. Weg. Das ist lustig. Das ist lustig. Ich hab's Alter, gesehen aus mehr der als, Ferne. Mehr als wow fällt mir da gerade auch nicht so ein. Das ist ein bisschen ungünstig. Ich reise aber weiter Richtung Norden, ne? Ja, oh, ist schön da. Also habe ich gehört. Ah, oh Gott, nein! Na gut, aber du möchtest du mit Oger reisen? Ah, wie hoch die Bäume sind. Ich möchte ja gern hoch, damit ich fliegen kann. Da unten im Wasser sind lauter Lichtelein. Das sind schon wieder diese Fische. Diese Lanternfische. Vorsicht, hinter mir ist ein Oger, ne? Also. Wieso kommst du damit zu mir? Geh weg! Mit deinem scheiß Oger. Kann ich hier oben auf den Laden rauf? Weiß ich nicht. Nee, ich klatsche einfach gegen die Wand. Super. Ich vergesse aber manchmal so ein bisschen meine Lampe anzumachen tatsächlich. Ja. Ja. Weil ich mich das so beruhigt, wenn es vorne mal dunkel ist und ich nur die ferne Landschaft sehen kann. Ach, da seid ihr ganz. Jetzt gehen wir echt die ganze Zeit durch das Ozeanbiom, das wird lange dauern, ne?
Ich weiß nicht, ob das ein Ozeanbiom ist. Wie gesagt, fliegen. Aber da war doch eine Stadt. Wir sind auch auf dem Weg zu einer Stadt. Ist das eine Ozeanstadt? Meinst du Atlantis? Rapture. Ich weiß es nicht. Das ist eine Insel. Hier ist eine Insel auf jeden bisschen Fall. Ein bisschen im Wasser springen, dann könnt ihr auch schneller sein. Und wie gesagt, fliegen. Ja, ich fliege auch schon die ganze Zeit. Wo bist du denn? Ich bin ja hinten. Signalfeuer. Dang, dang, dang. Ich bin eine Boje. Da. Mach mal Anna aus. Hier, ich bin ein Leuchtturm. So klein wie ich bin und doch bin ich ein Leuchtturm. Du bist helle Leuchtturm. Von immenser Wichtigkeit. Ein Leuchttürmchen. Mit dem Feuerbart. Oh Freunde, ja, das wird dauern. Das mehr. Ja, meint ihr? Dann, wir können jetzt sowieso, wir müssen eigentlich hier Folgenende machen. Dann können wir das mal machen, dass wir jetzt ein bisschen offline weiter durch den Ozean stapfen. Stapfen? Was? Gerade dieser spannende Ozean? Das Geile ist, ich kann mich auch beim Ozean weiter teleporten. Ich hole dich jetzt einfach wieder ein. Nach einiger Zeit. Aber da bist du auf dem Meeresgrund, oder? Nee. Ich kann auch über Wasser porten. Links ist eine Insel übrigens. Ja, lass das doch einfach mal Insel sein. Was? Wobei, ja, gut, ist halt die Frage, ne? Wo ist die Stadt? Es ist so dunkel. Ich kann nicht mal auf der Karte was erkennen. Ich weiß nicht, wir müssen auch so ein bisschen Richtung, also ein bisschen nach links, ein bisschen Richtung Westen müssen wir schon auch. Die Insel ist übrigens der Kontinent, auf dem die Stadt ist wahrscheinlich. Ich sehe ihn in der Ferne. Aber nach links sind Berge. Da kann man weit Hallo, ach, der Rumpel. Das gibt's ja gar nicht. Geil, ne? Was macht der schon wieder? Ich teleport mich vor Gronkh. Plötzlich poppt da so ein kleiner Zwerg vor ihm auf. Unfassbar. Und er dachte, er hätte Geburtstag. Achso. Ja, ich dachte, du fängst an zu strippen für mich. Ja, da unten wird gekämpft, auf dem Meeresgrund. Finde ich logisch. Ja. Bestimmt die Titanic. So, ich bin gleich wieder auf Land. Ja, es ist schön, dass wir diese kleine Zwerg. Es ist schön, dass wir diese spannende Überfahrt jetzt tatsächlich noch in der Folge mit haben. Ja, super. So, hier bin ich. Wir machen mit Rahmenschlüssel mal ein bisschen Leuchtturm-Action hier. Leuchtet mich. Ich sehe tatsächlich zwei Lichter. Das eine Licht ist größer als das andere. Ach, da hinten, da kommt auch ein Licht an. Ja. Jetzt noch mehr. Ein Licht in der Ferne. Ein Hoffnungsschimmer. Oh, es fliegt. Oh, was? Alter. Hä? Ich habe nicht gekämpft. Ja. Oh! Land. Geil. Land. Kriech. Direkt wird man hier freudig empfangen. Natürlich. Vom neuen Kontinent. Level up! Das ist ja super. Gratulationse. Mir fehlen so noch so paar so. Alter, lauter Leuchtfeuer hier. Ja, hier sind Lagerfeuer. Hier sind aber auch böse. Hier sind auch Gegner. Zombie. Ja, genau. Zombie? Was macht denn der hier? Was macht ein Zombie hier? Falsches Let's Play. Noch ein Zombie. Hier unten sind auch noch welche am Lagerfeuer. Wahrscheinlich sollte ich mich erst... Was ist das hier? Was ist das denn? Ein Zombie. Ein Frightener. Was war das? Ein Frightener? Ein Frittierter. Die Böse, gut. Ich kann's nicht sehen. Und das sind auch noch Ramis. Boah, die sind der kaputt die gegangen. Die halten aber nichts. Das war mein Special Move. Cool. Was, hattest du einen Fernkampfangriff? Ja, schon die ganze Zeit. Habe ich auch gesagt. Sie hören ja nie zu. Ja, das ist das Problem. Das merke ich. Wieso sind denn hier lauter Undead überall? Weiß ich auch nicht. Und vor allem, warum haben die Undead Zelte? Ich weiß auch nicht. Die müssen doch auch übernachten. So, hier, aber die anderen Lagerfeuer, auch alles Undead. Mach mal hier Stopp. Stoppinger. Ist echt ein halber Campingplatz hier. Hier legen wir uns auf die Lauer. Wir legen uns auf die Lauer. Ja. Ich brauche mich nicht mehr zu bücken. Ich kann stehen im Gras. So, Licht aus. Wir sind unentdeckt. Okay. Und in der nächsten Folge werden wir uns... Oh, Entschuldigung. Alter. Werden wir das Licht wieder anmachen. Oh, Leute. Okay, nächste Folge. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Die greifen mir an.